Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Eisernen Programm. Wir machen direkt weiter. Wir haben hier unser Titanium-Alloy schon mal platziert. Weil rein. Ich schau mal kurz. Das lassen wir liefern, liefern. Das können wir liefern lassen eigentlich. Das können wir produzieren mit Stein, beziehungsweise eventuell auch liefern lassen. Die Quantum-Chips lassen wir auch liefern. Dann werden wir hier schon mal sagen, rote die Quantum-Chips. So ein paar tausend Quantum-Chips schon mal vorab. Warum nicht? Hier auch noch mal Quantum-Chips rein. Ich würde aber Dyson-Sphere-Komponenten auch noch liefern lassen noch mal. Dass wir schon mal einen Puffer haben. Und wir machen hier jetzt erstmal die Deuteronium Fuels. Wir sind jetzt mit Titanium Alloy haben wir jetzt zwei Reihen. Zwei Reihen würde ich ja schon mal lassen. Dann würde ich zwei Reihen Magnetic oder eine Reihe Magnetic Coils machen. Ja, so. Da brauchen wir schon mal hier welche. Eins hiervon. Sechsundachtzig, die 3000 nehme ich auch schon mal mit. Dann können wir hier schon mal das Ganze reinliefern lassen. Wir wollen jetzt erstmal magnetische Ringe, Kupfer. Und rausgehen. Magnetic Holz. So. Dann kopieren wir das Ganze wieder wie gewohnt. Gehen hier hin und sagen, bitte einmal blockieren. Natürlich geht es nicht, wegen dem. Verständlich. Ist immer so. Das kennen wir eigentlich gar nicht anders. Ah, das ist zu riskant. Okay, dann kann ich hier vielleicht noch mal eins daneben setzen oder dahinter eher gesagt. So, in dem Prinzip. Und hier noch mal eins hin. So, die machen nur Magnetic Coils. Auf magische Weise sind überall noch die ganzen Sampling Machines bestückt worden. Kuriose Art und Weise. Ist nicht, wie das passiert ist.
Okay, da brauchen wir Electric Motors. Assis Reline MK3. So. Wir können hierher schon einmal ein paar Sachen liefern lassen, die wir brauchen. Einmal Belts. Einmal Storages. Das war's erstmal. Erstmal wieder speichern. Wie gewohnt. Wie gewohnt speichern. Weiter geht's. Solange wir warten, bis es da ist, weil ich will wieder das gleich machen und nicht Ewigkeiten warten. Aber es ist ja schon unterwegs. Es wird hoffentlich nicht allzu lang dauern, bis es da ist. So lange tun wir ein bisschen Terraform. Bei 2000 Storages, der Rest habe ich erstmal noch so mehr oder weniger. Ich brauche wahrscheinlich eher noch Logistikdrohnen 2000. Die kann ich mitliefern lassen. Hier mache ich erstmal so. Das raus, das raus, das raus. Wenn wir dann alles haben, ja, Storage. Ich nehme 8000 mit. Storage. Dann natürlich 1. Hier noch ein paar davon. Dann muss reinkommen. Stahl. Magnetic Holz. Und Gear. Rausgehen Elektrikmotor. Die auch noch machen. So, diesmal mache ich es von vornherein. Davon mache ich. Weiß nicht, auch eine Reihe erstmal. Na, wir werden hier auch erstmal eine Reihe machen. Natürlich haben wir hier wieder einen riesen Krater, den wir erstmal ausbessern müssen. So, Krater ausgebessert. Und wieder kopieren. So, einmal, zweimal. Ich setze sie erstmal falsch. Egal.
So herum ist besser. Okay, dann brauchen wir Electromagnetic Turbines. Also Two-Line MK3 upgraded. Da bin ich jetzt auch am überlegen. Brauche ich hier aber eine zweite Reihe von und dann brauche ich von dem anderen noch mehr. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Soll ich... Oh, das muss ich mir jetzt kurz überlegen. In welchem Stil ich das baue, dann bräuchte mir nicht zwei Reihen hiervon mache, brauche ich zwei Reihen mindestens hiervon. Ja. Also wenn ich zwei Reihen von denen jetzt verwende, die eine, gut, das kann ich ja zwischendrin setzen. Gute Frage. Ich habe hier so semi zwei Reihen. Von dem habe ich zwei Reihen überall. Im Titanium Alloy. Gut, ich habe hier anderthalb Reihen. Ist ja die aktuelle Produktionszeit davon nicht. Oh, das wäre jetzt interessant zu wissen, weil dann könnte ich ungefähr überlegen. Ich mache es jetzt so. Ich mache einfach eine 1:1 Reihe. Dann habe ich nämlich keinen Stress. So. Und dann kann ich denke hier sagen, Electric Motors und Magnetic Coil. Rausgehen Elektroturbinen. Ja. So. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich zwei Reihen mache, also zwei richtige Reihen davon oder nur eine oder wie es am besten. Wie ihr es am besten machen würdet. Ich werde den Planeten jetzt nicht ganz voll klatschen. Na, kacke. Das ist doof. So. Dann kann ich das nämlich nehmen und dann direkt wieder hier hinsetzen. So. Ich mache hier jetzt wirklich nur eine Reihe erstmal, weil dann kann ich es erstens überlegen. Bis ich dann zur nächsten Folge. Wie, wo, was? Weil jetzt brauchen wir Super Magnetic Rings. Dann machen wir auch eine Reihe hin. Also die 3-Line upgraded. Oder updated, eher gesagt.
Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ich sollte oder Sampling Machines. Aber Leute, das werden wir in der nächsten Folge schauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne Like, Kommentar oder Abonnement da. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson Sphere Brookroom wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.